Einen wunderschönen guten Tag. Was geht ab? Domme am Start. Heute gibt es ein Video über diese wunderbaren Dosen. Man sieht, sie sind dunkel von oben. Also der Deckel wird uns schon verraten, welche Farbe das Mittel hat. Und das ist Steinschlagschutz. Und zwar Steinschlagschutz für Elirathäuser. Wir haben ja teilweise hier auf der Seite das beste Beispiel, haben wir den Kuhflügel ja komplett neu gemacht. Und die A-Säule, B-Säule habe ich ja auch komplett nochmal teilweise geschweißt. Das ist alles mit Karosseriedichtmasse, die Schweißnähte alle abgedichtet, dass es da nicht rosten kann. Und nun kommt noch einmal eine Schicht komplett in den ganzen Radlauf an Steinschlagschutz, weil wir ja durch das immer hin und her hantieren, weiß ich nicht, mit Schraubendrehern oder mit irgendwelchen anderen Werkzeug haben wir da immer mal wieder ein bisschen von dem Unterbodenschutz, was da original drauf ist, abgekratzt. Deswegen den Steinschlagschutz. Dieser Steinschlagschutz hier ist zum Sprühen. Falls euch das interessiert, wie das geht mit Spritzpistole, da verlinke ich euch das Video einmal unten von dem Mini. Da haben wir die gleichen Dosen einmal gehabt, nur von einem anderen Hersteller, die man dann in die Pistole schrauben kann und dann per Kompressor aufsprühen kann. Hat auch super funktioniert. Ich brauche das nur für die Radläufe, dementsprechend habe ich gesagt, kaufe ich mir zwei Dosen davon und dann passt das. Und ja, das heißt, wir fahren den Bus raus, weil hier ist ein bisschen wenig Platz, weil ich gestern noch das Video fertig gemacht habe für zum Lackieren. Sprich das Video, was letzte Woche für euch rausgekommen ist. Und ich bin schon wieder fleißig dran und deswegen fahre ich den raus und ein bisschen sprühen, das kann man noch draus machen, das ist kein Problem. Zu meiner Cap hatte ich im letzten Video schon einmal angemerkt, dass wir jetzt ein bisschen Promotering für uns machen. Das ist für uns erstmal für den Sommer, um, wenn wir mal unterwegs sind mit den Autos, dass meine Leute dann eine Cap dabei haben, um zu sagen, ey, wenn euch das interessiert, wie das Auto gebaut worden ist oder unsere anderen Videos, dann geht hier rauf. Wir haben überlegt, für den Sommer vielleicht ein paar Sonnenbrillen zu machen. Müssen wir mal schauen, ob das alles klappt. Würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt oder mir per Instagram schreibt, wie ihr die Mütze findet. Und ja, wenn wir genug Leute zusammenkriegen und ein paar Abonnenten mehr haben, haben wir überlegt, ob wir vielleicht dann auch damit einen Merch-Shop eröffnen wollen. Nicht nur mit diesem, sondern auch mit anderen Caps, mit anderen Designs, Sonnenbrillen, eventuell Handyhüllen, wissen wir noch nicht genau. Auf jeden Fall, das streben wir irgendwann mal an, wenn wir ein paar mehr Abonnenten haben, weil für die paar, die wir jetzt haben, lohnt sich das nicht. Ansonsten, falls ihr wirklich so ein Ding haben wollt, schreibt mir auf Instagram, besorge ich euch welche und lasst die euch zukommen dann. Gut. So, das war es erstmal von mir. Ich fahre jetzt die Karre raus und dann fangen wir direkt an. So, wie funktioniert das jetzt? Ganz einfach, das ist einfach eine normale Sprühdose, wie ihr die aus dem Baumarkt kennt für den Sprühlack. Die wird jetzt geschüttelt und dann kann ich das einfach aufsprühen. Anschließend stelle ich den Wagen dann wieder rein, werde die Heizung anmachen, weil es doch ziemlich kalt ist. Man sieht es hat geschneit, damit das vernünftig durchtrocknen kann. Zudem habe ich ja, wie gesagt, gestern noch meine Türen fertig gemacht. Die müssen natürlich auch ein bisschen Wärme bekommen, damit die Grundierung vernünftig durchhalten kann. Und das war es eigentlich schon. Mehr müsst ihr dazu gar nicht wissen. Wie gesagt, ihr müsst nur lange genug schütteln, damit die Farbmoleküle sich mit der Treibladung vernünftig vermischen können. Aber das steht meistens alles. Der erste Kotflügel, beziehungsweise so. Der erste Radlauf ist fertig. Ich habe die Kappe mal abgezogen, weil ich keinen Bock habe, dass die jetzt dreckig wird. Und das hat ja ganz gut funktioniert. Ich kann nur empfehlen, macht die Reifen vorher ab, dann kommt ihr überall besser dran. Ich habe natürlich jetzt hier auf dem Boden sowieso keinen Bock, die abzumachen. Deswegen gucke ich, ob das so geht. Und guckt, dass ihr nicht so viel Lacknebel, so wie ich jetzt hier in den Kurfür kriegt. Ich schleife das natürlich wieder alles ein bisschen runter, damit das Plan ist, weil der Bus wird ja noch lackiert. Dann spielt das nicht so eine große Rolle, aber ist natürlich ärgerlich, wenn ihr dann auf eine frisch lackierte Karre oder auf ein Auto, was lackiert ist, dann darüber sprüht und kriegt dann den Unterbodenschutz so schlecht wieder ab. Dann macht ihr euch den ganzen Lack mit kaputt und sieht natürlich absolut bescheuert aus.
Das ist drin. Das kann jetzt aushärten. Heizer läuft. Jetzt machen wir uns an dieses schicke Ding. Das habe ich ja mal angemerkt. Da habe ich ja eine Umfrage auf WhatsApp. Auf WhatsApp sag ich schon. Darauf habe ich ja schon mal eine Umfrage auf Instagram gestellt. Und zwar ist das die Spoilerlippe, die vorne so vor dem Grill noch kommt. Und dann den ein bisschen böser wirken lässt. Und die schleifen wir natürlich jetzt auch an. Und die grundiere ich schon direkt, dass die dann in Wagenfarbe in hoffentlich 2 Wochen, wenn wir hier mit dem Schleifen durch sind, mit dem Wagen zusammen in einer Farbe dann lackiert werden kann. Schicht ist drauf. Man sieht hier, dass ich nicht direkt deckend lackiert habe. Hat den einfachen Grund, wenn ich einmal deckend lackiere, kann es sein, dass man direkt Läufer drin hat. Das will ich vermeiden. Deswegen eine Schicht ziemlich dünn. Lass das jetzt 10 Minuten, 10, 15 Minuten antrocknen. Dann kommt die nächste Schicht und das mache ich jetzt so in 2, 3 Durchgängen wahrscheinlich, bis das Teil einheitlich eine Farbe hat. Wie man sehen kann, das Teil ist noch nass, aber es hat alles schon mal eine einheitliche Tönung und so gefällt mir das, so soll das sein, das bleibt jetzt noch so, das muss jetzt erstmal aushärten und dann, wenn das komplett trocken ist, gucken wir, ob wir vielleicht nochmal neu einmal eine Schicht drüber geben müssen. Und das war es auch wieder mit diesem Video, ich hoffe es hat euch gefallen, ich hoffe ihr habt was mitgenommen, was ihr vielleicht selber habt, noch wieder bei eurem Wagen oder bei eurem Projekt, je nachdem was ihr macht, anwenden könnt. Und in diesem Sinne natürlich wieder Peace und nicht zu vergessen, nächste Woche kommt wieder etwas Großes. Dann hoffe ich, können wir endlich hier komplett durchschleifen und die Karre komplett fertig machen, dass wir den Wagen dann zum Probieren bekommen. Also in diesem Sinne natürlich wieder Peace und bis zum nächsten Mal.